بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله heute machen wir ein extra Thema und dieses Thema habe ich eigentlich wollte ich schon lange das machen und subhanallah habe ich auch viel E-Mail bekommen dass wir auch diesen Vortrag halten. Eigentlich auch wollten wir auch weiter mit unseren Themen weitermachen. Yani Al-Qawa'id al-Arba. Aber manchmal sowas muss man auch machen. Nicht, dass wir über Tawhid reden. Und bei vielen Brüdern fällt immer noch diese Benehmen, diese Akhlaq gegenüber ihre Frauen. Und es ist auch eine gute Sache, wenn man immer über ein Thema redet, damit wir alle auch davon profitieren. Heute, inshallah, reden wir über Haqq al-Zawja, also die Rechte der Ehefrau. Kann man auch, gibt's auch Haqq al-Zawj. وحق الله وحق الرسول صلى الله عليه وسلم وحق الإنسان. Es gibt viele Rechte und diese Rechte eigentlich jeder von uns muss das wissen, weil wenn du verheiratet bist und du weißt nicht diese Rechte deiner Frau und die Rechte deiner Frau kannst du das auch geben nur wenn du auch Sirat Muhammad sallallahu alaihi wasallam kennst. Lianna Rasul sallam, der war für uns der beste Vorbild. Qala Allah azza wa jal, qad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Uswatun hasana heißt ein richtiger und ein guter Vorbild. Weil auch wir meisten wissen wir nicht, kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma azwaji. Wie war Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mit seinen Frauen? Das ist ein sehr gutes Thema eigentlich. Weil heutzutage auch merken wir auch viele Talaq. Warum viel Talaq auch gibt. Die Frau weiß nicht die Rechte des Mannes und auch der Mann weiß auch nicht die Rechte der Frau. Und dann kommt einfach Chaos. Und das wollten wir auch eigentlich nicht sowas haben. In einer Al-Zawaj ist erste Labina, erste Ziegel der Familie und dann eigentlich der erste Ziegel auch der ganze Umma. Okay? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yani kana lana qudwa. Er war für uns ein Vorbild. Kanu jalis auf, yani da hat auch oder der war meistens mit seinen Frauen, obwohl er 11 Frauen gehabt hat. Und auch kana yujalisuhum wa ya'kulu ma'hum kadhalik. Das heißt, er sitzt mit denen und mit denen auch essen. Sogar kana yastaku von gleiche Siwak. Der nimmt ein Siwak von seiner Frau. Okay, von seinen Frauen macht auch Yastak, er macht Siwak. Wer macht sowas bei uns? Also bei uns sowas, es ist unmöglich, dass man sowas macht. Dass du diesen Stock, dieser Udul und Arak nimmst und damit Siwak machst. Es ist, also ich kann euch sagen, es ist unmöglich. Illa man rahim Allah azza wa jal. Auch Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hat auch also
von gleichem Fleisch, wenn Knochen geblieben sind, Rasulullah sallam, der nimmt diese Knochen und isst von gleichem Knochen. Und das ist alles von seinem Benehmen. Und so Rasulullah sallam, kana يقرأ القرآن على حجر عائشة رضي الله عنها. Das heißt, unsere Mutter, obwohl sie ihre Tage hat, und er macht seinen Kopf an ihre Schoß und er liest Koran. Nicht nur das, sondern كان صلى الله عليه وسلم كذلك يقبل أزواجه. Er küsst auch seine Frauen und er geht in Moschee und er macht kein Wudu. Sogar Rasulullah sallam im Ramadan, er küsst auch seine Frauen. Sogar auch unsere Mutter Aisha sagte, Rasulullah sallam, der wollte mich in Ramadan küssen und ich habe ihm gesagt, ja Rasulullah, inni sa'ima, ich faste. Und er sagt, ich faste auch. Und hat sie geküsst. Eine solche Akhlaq, sie sind unser, bei uns schon ausgestorben, subhanallah. Du findest bei uns meistens nur Befehle. Obwohl Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, er hat uns, wie gesagt, alles beigebracht, dass man auch richtig mit unseren Frauen umgehen. Und كذلك Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sie sagten, unsere Mutter, Aisha radiyallahu anha. Einmal, wir waren auf die Reise, sogar die mussten in einem Krieg teilnehmen. Und sagte Rasulullah sallam zu den anderen oder zu den Sahaba, geht ihr vor. Schau mal, subhanallah, geht ihr vor. Alle Sahaba sind vorgegangen, damit er mit seiner Frau diese Weltrennen macht. Hat er auch für sowas auch Zeit. Belkan kadalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam und hadith wie al-Bukhari wa Muslim, annahu kana yatufu ala nisa'ihi fi lilatin wahida. In einer Nacht, er macht mit ganzen Frauen von ihm. Eines sagte, wie kann das sein? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hat 30 Kraft. Oder wie kann man das sagen? Keine, keine? Kraft von 30 Männern. Nicht wie wir. Nicht wie wir. Aber das werden wir inshallah auch im Paradies sowas auch bekommen. Hier sind wir. Ihr wisst Bescheid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wie gesagt, als Zawj, als Ab, als Opa, als alles, muss man ihn als Vorbild nehmen. Erste Haq, erste Recht für die Frau. Wa huwa mahruha. Ihre Brautkabel. Al-Mahru. Die wisst auch viele Brüder, die haben geheiratet und die haben einfach nur versprochen, dass die Frau etwas bekommt. Aber bis jetzt hat sie nicht bekommen. Hat sie einfach nur versprochen, dass sie etwas bekommt, aber sie hat nichts bekommen. Und sogar auch, er hat sie Talaq gegeben und immer noch nicht bekommen. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi al-hadith alladhi rawahu al-hakim fi mustadrakihi qala sallallahu alaihi wasallam إن أعظم الذنوب also schlimmsten Sünden إنما أعظم الذنوب عند الله بي الله عز وجل رجل تزوج امرأة ein Mann hat السلام الله ein Mann hat die Frau geheiratet فلما قضى حاجته طلقها und als gemacht, was er wollte, hat sie Ehe Talaq gegeben. Und
und er hat ihr Mahr nicht gegeben. Das ist eigentlich eine Sünde von schlechten Sinnen, dass du heiratest und dass du kein Mahr gibst. Du hast gemacht, was du willst, aber sie hat kein Haq von ihr bekommen oder von dir bekommen. Hadith Rawahu, wie gesagt, Al-Hakim fi Mustadrakihi. Das erste Haq ist Al-Mahr. Allah Azza wa Jalla sagt: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. Das heißt, diese Brautgabe gehört niemand außer der Frau. Das ist ihr Recht. Zum Beispiel, du sagst, ich gebe ihr 1000 Euro. Das musst du geben. Wenn du nicht hier gibst, in Yawm al-Qiyamah musst du geben. Außer wenn dir sagt, okay, Schatz, ich will das nicht mehr von dir haben. Dann khalas. Wenn das von ihr Seite, von ihrer Seite kommt und da sagt, ich will nichts von dir, dann alhamdulillah. Wann kann sie ihr Recht nicht bekommen hier bei Mahr? Wenn sie khula will. In diesem Fall, sie hat nichts. Weil Silber sagt, okay, ich will nur mein Khul haben. Ich will dich nicht mehr haben. Ich verzichte auf deine Brautgabe. Dann hier in diesem Fall, khalas. Okay? Zweite Haq. Al-Aun ala ta'atillah azza wa jal. Dass du ihr bei Religion hilfst. Und ihr wisst, wie unsere Frauen sind. Die meisten von denen haben kein Wissen, Masakin. Und es gibt auch, also leider auch keine richtigen Frauen, die Wissen haben, damit die auch ihre Fragen stellen. Ihr wisst. Das heißt, eine Frau schämt sich auch, dass sie ein paar Fragen zu stellen. Es gibt immer private Sachen. Es gibt immer Sachen, die nur für Frauen extra sind. Und dass sie ein Mann solche Frauen solche Fragen stellt, ist ein bisschen auch komisch. Deshalb, wir leiden auch, weil wir keine richtige Frau und die richtige Wissen auch haben. Gibt es leider auch nicht. Das ist auch ein Mangelhaft bei unserer Umma. Manchmal bekommst du manche Fragen. Es gibt immer also Grenze. Kannst du nicht weiter. Warum? Weil als Frau, als Mann kann man nicht darüber richtig reden. Weißt du? War erste Sache, dass du ihr ihre Religion beibringst. Deshalb musst du richtig nach Wissen streben. Allah Azza wa Jalla قول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ. Anfusakum, musst du dich schützen. Du und deine Familie, meine ich damit, deine Frau und deine Kinder. Vor Jahannam. Mit was? Mit Wissen, mit Religion. Und auch Allah Azza wa Jalla, Rasul Sallam, yaqul, Rahimallahu, schau mal, Rahimallahu rajulan, oder imra'atan. Rahimallahu imra'atan, istayqadat. Das heißt, in der Nacht, dass sie aufsteht, für was? Damit sie nur Parakat verrichtet. Okay? Wenn sie damit fertig ist, dann kommt zu ihrem Mann, damit er auch wach wird. Sowas, wenn man sowas oder wenn man darüber redet, manchmal, das ist nur Märchen, reden wir nur über Märchen jetzt, dass deine Frau in dieser Uhrzeit aufsteht und Parakat auch verrichtet. Und dann kommt zu dir, Schatz, komm, steh auf, auch Parakat auch verrichten. Und sag, okay, Barakallahu, stehst du auf, Allahu Akbar. Wie wird diese Beziehung sein, dass du mit deiner Frau Parakat verrichtest? Qiyamul Layl. Und Shammam Haslam sagte, wenn du nicht willst, dass sie etwas bisschen Wasser nimmt, auf dein Gesicht so macht. Stell mal vor, dass deine Frau so für dich macht.
bevor sie sowas macht, von Fenster. Das ist unsere Wahrheit, subhanallah. Ja. Und auch genauso, dass du auch aufstehst, Barakat verrichtest, wenn du fertig bist, kommst du auch zu deiner Frau und auch genauso. Bisschen Wasser auf ihr Gesicht, dann ist sie auch Barakat mit dir verrichtet. Eigentlich so. Deshalb beschweren wir auch, warum unsere Beziehungen sind schlecht. Weil wir nicht zusammen beten, weil wir auch nicht zusammen Koran nicht lesen, weil wir auch nicht richtig praktizieren. Deshalb kommen diese Chaos-Sachen. Yani, Rasulullah s.a.w., sowas hat er gemacht. Und dass du seinen Sünden folgst, das auch. Musst du auch bei sowas auch ihm folgen. Denn Zawaj ist ein Wunder. Mu'jiza min mu'jizati Allah azza wa jal. Wa ayatun min ayati Allah azza wa jal. يقول الله عز وجل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. Von seinen Zeichen, dass Allah عز وجل hat die Frauen von uns erschaffen, damit wir diese Ruhe bekommen. Und das sehen wir auch. Manchmal bist du traurig. Du kommst nach Hause, findest du da deine Frau, dann Alhamdulillah, wieder geht's. Denn Al-Mar'a Sakan Lizouj. Du bekommst diese Ruhe. Ich rede auch über Frauen, die richtig normal sind. Die Frauen, die auch normal sind, ja. Und auch. Es gibt manche Brüder, die auch nach Hause kommen. Und er fragt nicht seine Frau, ob sie gebetet hat. Ob sie etwas vom Koran auch gelesen hat oder nicht. Aber der fragt nur nach Essen. Der denkt, das heißt, sein Zuhause ist nur wie ein Restaurant geworden. Es geht nur am Essen. Essen und Schlafen und Schlafen. Das war's. Also, dass er ihr fragt, hast du gebetet, was hast du heute gelernt und so weiter und so fort. Selten. Illa man rahim Allah azza wa jal. Aber wir kommen nach Hause, erste Frage, Essen. Und du wärst sauer, wenn du das nicht essen findest. Aber du wärst nicht sauer, wenn sie nicht betet. Du fragst nicht. Kann sein, dass die Frau Miskin den ganzen Tag bei diesem Haushalt war. Sie hat keine Zeit. Damit sie für dich etwas vorbereitet. Und du fragst nach Essen, aber du fragst nicht, ob sie gebetet hat. Hast du geschafft? Hast du schon erstens also gebetet oder nicht? Sagt, ja, ich habe nicht gebetet, aber ich habe für dich das Essen vorbereitet. Haqqullahi awla. Recht von Allah Azzawaj kommt allererst. Dann kommst du. Also was hat sie für dich vorbereitet, wenn sie nicht gebetet hat? Was ist das? Es wird auch kein Barakat kommen. Oder auch an tusa'idaha ala, dass sie richtig gut anzieht. Weil es gibt immer manche, sogar manche Leute, wallah, die denken, dass die Muslime sind. Der will nicht seine Frau lassen, dass sie Niqab anzieht. Sagt nein. Solange du mit mir bist, du darfst nicht das machen. Und der ist stolz, wenn seine Frau mit ihm draußen geht und die Männer sie angucken. Er wird sogar stolz sein. Sagt seine Frau, siehst du, wie viele Männer dich angucken? Er wird, da hat er die Youth. Hada wird die Youth. Und die Frau Miskin will einen Niqab anziehen. Oder kann sein, dass er auch, manchmal habe ich das auch, habe ich manchmal gesehen, subhanallah, Al-Mar'a bin Niqab. Die Frau ist mit Niqab und der Mann läuft mit Zigarette. Hauptsache sie. Aber was ist mit dir? Sag ich, stolz, meine Frau hat Niqab an. Aber da hat Zigarette in deiner Hand. Was ist das? Sie ließ die Bidawa. Al-Zawaj ist nicht nur eine
eine Beziehung, dass man Beischlaf macht und was? Hada wa alles. Nein. Zawaj, Heirat ist ein Risale, eine Botschaft. Dass ihr auch Kinder bekommt, dass ihr auch ein Ziel habt. Weil wenn man einfach nur so heiratet, weil du einfach Langeweile hast, das ist kein Ziel. Einfach, ich habe Langeweile, deshalb habe ich geheiratet. Oder die Frau sagt, ja, ich bin zu Hause, meine Eltern nerven mich, deshalb habe ich auch geheiratet. Oder eine Frau sagt, ja, ich habe eine Beziehung gehabt mit einem Freund, der Freund hat geheiratet und als Rache habe ich auch geheiratet. Das ist alles kein Ziel. Hada lisa bihadafi al-zawaj. Auch, wie gesagt, unser wie du, also wo du wohnst, darf nicht nur ein Platz, wo man isst und trinkt und schläft und das was. Ja. Al-Bayt, huwa manba'ul umma, das ist eine Quelle, dass die Umma auch stark wird. Wenn wir schwach sind, das heißt, die erste Quelle ist schwach. Wie wird diese Umma sein, wenn wir schwach sind? Weil die meisten, du hörst, ach, ich habe Probleme mit meinem Mann, ach, ich habe Probleme mit meiner Frau, nur sowas. Hat mich geschlagen, ich habe ihn beleidigt, ich habe ihm gegeben. Jetzt gibt es auch die Frauen, die auch gegeben. Damals war sowas, Alhamdulillah, nicht, aber jetzt gab es mal. Manchmal, du hörst einfach, ach, der Bruder, also meine Frau hat mich geschlagen, was soll ich machen? Dann kannst du auch von ihr, dass sie auch dir sagt, anta mutallaq, anta taliq. Leider, sowas gibt es auch. Deshalb, wenn du keine Möglichkeit hast, dass du sie beibringst, dann musst du versuchen, wo sie richtig lernen kann. In der Faqih durch Shi'ilahi wa Tzihi ist auch ein Schande, wenn du nicht kein Wissen hast. Und auch kommt die Frau auch genauso. Wie werden die Frauen? Ich meine, wie werden die Kinder? Na. جاء في الصحيحين عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. Also jeder hat sein Kinder und seine Frau. Er muss richtig auf die aufpassen. Das ist ein Mas'ulia, Verantwortung. Und diese Verantwortung, du wirst, wenn du auf Allah Azza wa Jalla bist, gefragt. سوف تسأل عنها. Du wirst gefragt. Du bist der König zu Hause. Und deine Frau auch die Königin zu Hause. Das heißt, wenn wir draußen also schlecht Lage haben, da musst du versuchen, dass du bei dir zu Hause eine Atmosphäre richtig nach Islam ist. Machen. Nummer 3, حق الثالث الخلق الحسن, dass du Akhlaq oder dein Akhlaq zeigst. Weil die erste Frau, die du an die gedacht hast, zum Beispiel, es gibt manche Brüder, die haben richtig viel gekämpft, dass die diese Frau heiraten. Aber als sie geheiratet haben, ist sie wie ein Luftballon. Schon alles vorbei. Du denkst, ach, ich kenne diese Geschichte, der Bruder hat richtig 2-3 Jahre gekämpft, damit er nur die Schwester heiratet. Hat Probleme mit dem Vater. Der Vater sagt, nein, du bist Deutsche, du bist kein Muslim, obwohl du Muslim bist. Er sagt, nein. Alle Familien sind dagegen. Nach 3 Jahren hast du die Schwester bekommen. Normalerweise, wenn du etwas schwer bekommen hast, dann musst du dich auch halten, dass die Schwester bei dir bleibt. Nicht nach ein paar Wochen sagst du, okay,
Das war nicht meine Vorstellung. Ach, nach 3 Jahren, das war nicht deine Vorstellung. Denkst du, dass du ein Puppe geheiratet hast oder was hast du geheiratet? Man kann erst, also du kannst erst deine Frau richtig kennenlernen, nach ein paar Monaten. Dann kannst du wissen, was sie will, was du willst, wie ist ihr Charakter und so weiter und so fort. Schau mal, unsere Mutter, radiallahu anha, Aisha Tara, sagte, als Muhammad sallallahu alaihi am Sterben war, und er war am Sterben, فدخل عبد الرحمن. عبد الرحمن ist der Bruder von Aisha, radiallahu anha. Und der hat einen Miswak gehabt in seiner Hand. Der macht Siwak. Muhammad sallallahu alaihi der wollte auch dieses Siwak haben, aber er konnte nicht mehr reden. Aber seine Frau Aisha hatte gemerkt, dass er das möchte. Schau mal. Das heißt, hat ihm gesagt, ja, Rasulallah, möchtest du dieses Siwak haben? Hat nur so gemacht. Schau mal, der beste Mensch, einer, der 30 Kraft von Männern hatte, er konnte nicht mehr reden. Hat nur so gemacht. Und dann hat das bekommen von ihrem Bruder. Er könnte das nicht mehr kauen, dass er das weich macht. Und sie hat ihm gesagt, mache ich für dich weich? Mache ich für dich das weich? Ja. Und danach, ich meine nur, sie hat richtig gewusst, was er wollte. Das heißt, auch bei uns normalerweise muss so sein, wenn du nach Hause reinkommst, deine Frau muss merken, ob du sauer bist, ob du traurig bist, ob du Hunger hast sogar, ja, und so weiter und so fort. Und genauso auch, bei dem Mann auch genauso, nicht bei der Frau, auch bei dem Mann. Du merkst, dass die Frau heute ist nicht normal, besonders wenn die Frauen ihre Tage haben. Das ist was anderes. Der Mann muss das wissen. Diese physiologische Sache, diese Sachen bei Frauen, ja, ist ganz anders, wenn sie ihre Tage hat. Aber der Mann wird verrückt. Man denkt, dass er Tage hat. Du musst wissen, nachher, wenn die Frau ihre Tage hat, musst du geduldig sein. Weil auch diese Nerven, was sie hat, ist ganz anders. Nach 3, 4, 8 Tagen, dann ist wieder normal. Aber du sagst, nein, schau mal, die ist so. Ach, wenn sie nervös ist, dann du weißt genau warum. Diese Hormone von ihr ist ganz anders geworden. Aber der Mann sagt, nein, jetzt will ich das haben. Und das ist nicht mit Akhlaq Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kann Rasul, wenn die Frau ihre Tage hat, er schläft neben ihr. Er schläft extra neben ihr. Nicht wie die Juden. Die Juden, wenn die Frauen ihre Tage haben, die schlafen nicht neben ihm. Die gehen woanders. Und Ar-Raslim khalafahum fi kulli shi. Khalafahum fi kulli shi. Das heißt, der war all. Wenn er weiß, dass die das nicht machen, der macht extra. Sallallahu alaihi wasallam. Husnul khuluq. لأن الرسول يقول ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. Es gibt nicht was schwerer in der Waage, bei dieser Waagschale, mehr als Benehmen und Charakter. Es ist ein Schande, wenn man sagt, ich habe richtige Tauhid, ich bin im richtigen Weg, aber du hast kein Akhlaq. Das passt nicht zusammen eigentlich. Wallah, passt nicht zusammen. Ich habe einen richtigen Mann, aber dein Charakter, dein Benehmen sind unten im Keller. Und das kann nie sein, dass jemand, der richtig Tawhid hat, richtige Aqidah hat, schlechte Benehmen hat. Kann nie sein. Wallahi, kann nie sein. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beste Muwahid, aber mit bestem Charakter und bestem Benehmen. Sallallahu alaihi wasallam. Wa inna Allah yubghidu al-fahisha al-badi'. Jubrit, Allah Azza wa Jal hasst Al-Fahish Al-Bedi. Al-Fahish, einer, der, wenn er sauer wird,
Da hörst du nur schlechte Worte von ihm. Hada kadalik min alamati nifaq. Das ist auch Zeichen der Heuchlerei, kann man sagen, sallallahu alaihi wa sallam. Wa idha khasama fajar. Idha khasama fajar. Das heißt, wenn du mit deiner Frau zum Beispiel Kleinigkeiten hast, dann rastest du aus. Und dann man hört von dir nur schlechte Wörter. Das ist ein Zeichen der Heuchlerei. ويقول كذلك صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. يعني المؤمن erreicht mit seinem Akhlaq einen Stoff genau wie einer der fastet und Qiyam al-Layl verrichtet mit deinem Akhlaq. Das heißt, kann sein, dass du nicht viel fastest, meine ich damit, die freiwilligen Tage. Und kann sein, dass du auch nicht diese Nachtgebet verrichtest. Aber mit deinem Charakter bekommst du das Gleiche. Aber was ist, wenn du keinen Charakter hast und kein Fasten, kein Qiyam al-Layl machst? Sallallahu alaihi wasallam. Wa hadith akhraja Abu Dawud. Wa qala kadhalik. Yani fi al-hadith alladhi rawahu Ahmad. سئل النبي صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أكثر ما يدخل الناس الجنة was ist die beste Tat der uns ins Paradies reinbringt. Als Sahaba, wenn die sowas hören, die machen richtig Ohren auf. Beste Tat. قال صلى الله عليه وسلم تقوى الله وحسن الخلق. Taqwallah, Gottes Fürcht und guter Charakter, gute Benehmen. Es geht um Paradies. Sallallahu alaihi wasallam. وَأَكْثَرُ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارِ. Also, die schlimmste Tat auch, die uns auch in Feuer reinbringt, sind auch zwei. Al-Fam wal-Farj. Al-Fam. Diese Zunge. كما قال صلى الله عليه وسلم. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. Wenn du an Allah Azza wa Jal und an Jum sagst auch glaubst, entweder sag was Gutes oder sei still. Rawal Bukhari Muslim. لأن الكلام wird alles geschrieben. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفَعَلُونَ والفرج. الفرج ihr wisst. Zina und so viele Sachen, die man A'udhu Billah. Lihada qala sallallahu alaihi wasallam yani istawsu bin nisa'i khaira. Das war auch von den letzten Wasaya, was er gesagt hat. Istawsu bin nisa'i khaira. Also jede Frau, jeder Mensch hat Vorteile und auch Nachteile. Manchmal denkt auch an ihre Vorteile. Nicht nur die Nachteile. Es gibt manche Frauen, die machen Mühe, die geben Mühe. Kann sein, dass sie nicht kochen kann. Kann sein. Ach. Aber es gibt auch, ich gebe auch also dem Mann auch recht, warum die Frau kann nicht kochen. Jetzt kann man lernen, oder? Kann man lernen nach YouTube, kannst du kochen, was du willst. Du wirst auch Meister, wenn du auch das möchtest. Aber die Frau gibt es auch keine Mühe. Du kommst nach Hause, Margareta. Da findest du Margareta zu Hause, nachts mit und hast du Margareta. Das heißt, sie weiß genau, dass du richtig Hunger hast. Nachher, wenn du jeden Tag Margareta, Spaghetti, Pommes und dann. Also, das heißt, Spaghetti, Margareta, Pommes. Sie macht wieder einen Plan: wieder Spaghetti, Margareta, Pommes. Viele Brüder, Masakina, die leiden. Sie haben jeden Tag Hunger, weißt du. Warum habe ich geheiratet? Sagt Allah, als ich nicht verheiratet war, war ich immer satt. Jetzt kommt und noch schlimmer ist, dass du nach Hause kommst und sagst, Schatz, kommst du, kannst du für mich was kochen? Kannst du für mich was kochen, subhanallah. Das ist auch ein Grund,
warum auch viele Brüder Talak gegeben haben. Weil sie nur bei Margarita sind. Qala sallallahu واستوصوا استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ظل أعوج. Das heißt, النساء sind wie ein Dalle, diese Rippen. Die Rippen sind rum, schief. Aber du darfst auch nicht vergessen, obwohl das schief ist, aber was unter diese Rippen ist, was ist das? Das sind Leber, das ist, ja? Stell mal vor, dass du keine Rippen hast. Jeder von uns also muss schnell sterben, weil hier schützt uns. Das ist ein Schutz eigentlich für uns. Aber stell mal vor, dass du nur Haut hier hast, kein Knochen, keine Rippen. Die Rippen sind, schau mal, im Hausarzt, dieses Beispiel, was er uns gegeben hat, darf man das auch nicht vergessen. Diese Rippen sind Frauen. Das schützt dich. Aber wenn du diese Rippen gerade machen willst, machst du kaputt. So sind auch die Frauen. Und es gibt auch manche Frauen, die auch richtig stur sind. Normalerweise jede Frau, ihre Stärke ist bei ihrer Schwäche. Was habt ihr verstanden? Ihre Stärke ist bei ihrer Schwäche. Es gibt manche Frauen, die, wenn Streit kommt, du gibst Faust, du bekommst auch eine zurück. Das ist eigentlich, wenn sie das benutzt, die Ehe geht kaputt. Warum? Weil sie denkt, dass das also ihre Stärke. Aber ihre Stärke ist, wenn du sauer bist und da kommt und da sagt, Schatz. Du kommst zu einem kleinen Küssen hier zum Beispiel, da schmelzt du. Du schmelzt. Das ist ihre Schwäche. Aber ihre Schwäche ist ihre Stärke. Wenn sie ihre Stärke wie ein Mann benutzt, die Ehe geht kaputt. Aber wenn sie ihre Schwäche benutzt, du kommst nach Hause sauer und dann hörst du dieses schöne Maus, Schatz, Liebling. Bevor sie dich anfisst, du bist schon in Kalan, du schmilzt nachher, oder? Habe ich recht nachher oder nicht? Habe ich recht? Wir sind Männer, wir wissen genau, wie das geht. Aber wenn du das auch zurückbekommst, dann gibst du auch und dann auf einmal, bum, 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 bum. Okay. Es ist sehr komisch, wenn du mit einem Bruder treffst, mit einem blauen Auge, ne? Und fragst du ihm, was ist los? Sag ich, meine Frau hat mir gegeben. Das ist ein Schande eigentlich. Na, das heißt, Al-Akhlaq müssen wir beide haben. Al-Mar'atu wal-Rajul. Und auch an Tusallima Aliyah, dass du nach Hause kommst. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, noch besser. Weil, yani yaqulu Rasulullah, walladhi nafsi. والذي نفس محمد بيده لا تؤمنون والذي نفس محمد بيده لا يدخل الجنة لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم. Das heißt, keiner von uns wird diese Glaube richtig erreichen, bis wir uns lieben. Ich liebe dich für Allah und du auch genauso. Und dann sagt Muhammad, zeige ich euch eine Sache, wenn ihr das macht, ihr werdet das Paradies bekommen. Qala sallallahu alaihi wasallam, afshu salama bainakum.
Afshu salam bainakum, dass du reinkommst und sagst Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Auch wenn jemand zu Hause ist. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Und noch besser, dass du auch nicht nur Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, dass du auch deine Hand gibst. Und noch besser ist, dass du lächelst. Schau mal, wie viel. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, deine Hand gibst und auch lächelst. Und noch besser ist, dass du deine Hand bei ihm lässt. Bei ihm lässt. Bis er das freilässt oder freigibt. Kann man keine Fa'ala Rasulullah lassen. Aber wenn du nach Hause kommst bei deiner Frau, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Schatz, wie geht's? Ist das haram? Ist es nicht haram? Allah ist nicht haram. Sogar du bekommst Hasanat. Wenn du mit deiner Frau Beischlaf machst, du bekommst Hasanat. Als Sahaba haben gesagt, wie? Ja, Rasulullah, wie? Das heißt, ich mache Beischlaf mit meiner Frau, bekomme sogar Hasanat. Qala na'am. Was ist, wenn du Zina machst? Was wirst du bekommen? Sayyi'at. Genauso auch, wenn du mit deiner Frau in Halal machst, du wirst auch viele Belohnungen auch bekommen. Das kommt auch, inshallah. Yaqulu sallallahu alaihi wasallam. Ya bunay, Anas qal, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya bunayya, idha dakhalta ala ahlika, fasallim, yakun barakatan alayka wa ala ahli baytika. Al-barakat, wenn du sagst, assalamu alaikum wa rahmatullah. Du bekommst barakat und dein Ahl, meine ich damit, deine Frau und deine Kinder, die werden auch Barakat bekommen. Aber mit Tahiyatul Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nicht guten Abend, Hallöchen und solche Geschichten, was man weiß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wenn du das nicht sagst und du kommst nach Hause, Aschatan freut sich. Sag, oh, Essen? Wir warten bis Essen. Wenn er auch nicht sagt, dann werden wir essen und übernachten. Du kommst nach Hause. Guten Abend, okay? Was Shaitan sagt, übernachten ist schon da. Er sagt zu seinen Fans, zu seinen Kollegen, sagt er, heute, ihr habt Garantie, dass ihr heute übernachtet. Schon frei für euch. Wir warten, beim Essen. Wenn er es auch sagt, Bismillah, dann werden wir auch mit ihm essen. Dann werden wir übernachten und mit ihm sogar auch essen. Und noch schlimmer ist, wenn du mit deiner Frau beischläfst oder beischlafen machst, nicht wie ein Esel, nein, Bismillah. Warum, subhanallah, die meisten Muslime sind unnormal. Aber was man sagt, wenn du mit deiner Frau etwas machen willst, dann sag Bismillah. Allahumma jannibna ash-shaytan wa jannib ash-shaytana ma razaqtana. Das heißt, wenn du das sagst, erstens, ash-shaytan macht nicht mit dir. Das heißt, wenn du das nicht sagst, sei 100% das ash-shaytan. Du denkst, dass du nur mit deiner Frau machst. Ash-shaytan macht auch mit dir. Aber wenn du sagst, Bismillah, Allahumma jannibna ash-shaytan, entfernt von uns Aschaitan und entfernt auch Aschaitan, was wir auch bekommen. Kann sein, dass du eine Tochter oder einen Sohn in diesem Nacht bekommst. Wenn ich damit fängt an. Aber schau mal, wenn du das nicht sagst und jeden Tag zum Beispiel machst. Und dann beschweren wir, sagen wir, warum sind wir nicht normal? Sowas. Sowas folgen wir nicht Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ich habe oft gesagt, wenn du beim Arzt bist, und er sagt dir, nimmst du 2 Tabletten vor dem Essen. Wallahi, 100%, du nimmst das vor dem Essen, nicht nach dem Essen. 100%. Ein Wolf sagt dir, vor dem Essen, du folgst ihm blind. Der Arzt hat mir gesagt, vor dem Essen, nicht nach dem Essen. Aber Muhammad hat uns auch sowas gesagt. Wenn du das machst, bekommst du nicht. Wenn du draußen gehst, du sagst Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ganzen Tag bist du geschützt von Allah Azza wa Jal. Kein Shaitan kommt zu dir, also nach. Bevor du schläfst, Ayatul Kursi, kein Shaitan kommt zu dir. Wie lange dauert das?
nicht mehr eine Minute. Aber erst, wenn wir Probleme bekommen, dann suchen wir nach der Heilung. Manchmal schwer. Musst du richtig leiden. Obwohl du Rezepte von Mahasaslam gehabt hast, die leicht sind. Aber machen wir nicht. Nein. الحق Ich gebe euch auch ein Beispiel. Denkt ihr nicht, dass Rasulullah sallam in seinem Zuhause keine Probleme gehabt hat? Das hat er gehabt. Obwohl der beste Mensch ist, beste Gesandter ist, trotzdem hat er auch Probleme in seinem Zuhause. Alayhi salatu wassalam. Fi hadith ja'a fi al-Bukhari. Das war ein Missverständnis zwischen ihm und seiner Frau, unserer Mutter Aisha, radiallahu anha. Und dann die haben einen Hakam geholt. Der war Abu Bakr, radiallahu anha. Damit er richtet, wer recht hat. Abu Bakr, der weiß genau, wer recht hat. Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam. Und dann sagte, schau mal, subhanallah, Khaliq. Rasulullah hat nicht erst angefangen. Er hat seiner Frau gesagt, bitte schön, kannst du anfangen. Sag, was du hast. قالت له لا يا رسول الله. Aber sag, du kannst anfangen, aber sag nur die Wahrheit. Dieses Wort, Abu Bakr ausgerastet. Boom, hat seine Tochter geschlagen. Warum hat sie geschlagen? Ja, weil er hat gesagt, du kannst ja, Rasulallah, anfangen, aber sag nur die Wahrheit. Du hast geschlagen in ihre Gesichter, wo das man nicht darf. Aber ausgerastet. Sagte, wenn er nicht die Wahrheit sagt, wer sagt die Wahrheit? Außer Rasulallah, sallallahu alaihi wasallam. Und schau mal, Fitratun Nisa. Wo hat sie versteckt? Hinter Rasulallah, sallallahu alaihi wasallam. Hinter ihm. Und Abu Bakr sagte, ja, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sagte, ja, Abu Bakr, wir haben dich nicht für sowas geholt. Wir haben dich nicht für sowas geholt, dass du meine Frau schlägst. Aber Abu Bakr, radiallahu anhu, sallallahu alaihi wasallam. Und auch, Ar-Rasulullah keine Zakiyan, der war richtig intelligent. Sagte, ja, ich weiß genau, wann du auf mich sauer bist. Und Subhanallah, sie darf ihn nicht hassen. Wenn sie ihn hasst, Kafira geworden. Die haben richtig Prüfungen gehabt. Schwer für die. Die Muttern von uns, die dürfen nicht Muhammad Aslam hassen. Aber du kannst sein, dass du sagst, deine Frau, ich hasse dich. Wenn eine Frau von ihm sagt, ich hasse dich, ja Rasulullah, sie ist Kafira, Murtad geworden. Sie dürfen nicht ihn hassen, obwohl sie mit ihm Probleme gehabt haben. Das heißt, sie haben schwer als wir. Keine Frau darf ihn hassen. Er hat ihr gesagt, ja, ich weiß genau, wann du auf mich sauer bist. Ja, wann, ja, Rasulallah. Er hat ihr gesagt, wenn du schwörst auf Abraham, Allah, Abrahams Herr, ja. Ibrahim, ja. Ibrahims Herr. Wenn du sagst, Warab Ibrahim, ich weiß genau, dass du auf mir sauer bist. Aber wenn du sagst, Warab Muhammad, dann ich weiß genau, dass du mit mir zufrieden bist. Aber schau mal sie. Sie hat ihm gesagt, ja, Rasulallah, Wallahi, nur mit Wörtern, aber hier bist du immer hier. Ante daiman fi qalbi, ya Rasulallah, sallallahu alaihi wasallam. Al-Haqqu al-Rabi'. Weil, bevor das Haqqu al-Rabi' ist, es gibt. Ihr wisst, was Sihr ist. Sihr, bekannt. Aber es gibt ein Sihr, der halal ist. Wie? Sihr und halal ist schöne Wörter. So machen. Küssen, umarmen. Das Sihr. Tashar al-Mar'a wa tasharuka bi fi'liha, mit ihren Taten. Ich meine nicht diese Sihr mit Bukhor und Scheibe, irgendwann braucht man Trokia und dann irgendwann fliegst du aus. Nein, das ist Sihr halal.
dass du sagst Maus und sie sagt auch Mausi, dass sie sagt auch Schatz und sie sagt auch Schatzi, das ist Liebling und das ist Liebling und so weiter und so. Mein Liebe, mein das, schau mal die Kuffar wie die, hä? Draußen, du hörst Maus, du sagst, wo ist Maus? Was für Maus ist das? Und der ist 90 Jahre alt. 90 Jahre alt und eine Waldtraut sagt ihm, Maus ist Maus. Aber bei uns, manche Frauen, die haben ihre Namen vergessen. Sie hört nur, hey, ho, komm hier, nur hier und ho. Weiß, habt ihr mich verstanden? Yeah. Das ist unsere Lage. Ich habe immer auch eine, damals auch, subhanallah, diese Mentalitäten, was wir haben, haben wir auch unsere Väter gehabt. Mein Opa habe ich immer noch nie mit meiner Oma gesehen, noch nie. Die kommen zu uns, aber immer, es gibt einen halben Stunde Unterschied. Sie kommt erste und dann sagt, in einer halben Stunde kommt mein Opa. Die gehen nicht zusammen. Nicht mit Händchen halten, nein, wie die Kuschelkuffer, wie sie machen. Hähnchen, 90 Jahre alt, 100 Jahre alt und die laufen mit Stock, Stück, Stück. Also, dass die nur nach Pöne gehen, die brauchen 2 Stunden, aber trotzdem, langsam, langsam. Bei uns, meine Oma muss immer vorne kommen, mein Opa hinter. Weißt du, der Opa hat immer, der macht auch diese, weißt du, Blinker. Das heißt, ist diese Richtung von weit mit seinem Stock. Die Oma mit Kind gucken, muss sie gucken, sonst sie verliert auch ihre Weg, weißt du? Und subhanallah, wenn die nach Hause nochmal will, gehen die, er sagt ihr, wer ist also, ich komme vor oder gehst du vor? Meine Oma weiß Bescheid. Das heißt, halbe Stunde muss immer Unterschied sein. Warum? Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam mit Aisha radiyallahu anha. Sie hat Al-Habasha, die Ahbash, die spielen mit dieser Speer. Und unsere Mutter hat ihr Gesicht an seinem Schultern gelegt. Und sie guckt. Und Rasul sallallahu alaihi wasallam sagt ihr, reicht? Sagt, nein, immer noch nicht, ja Rasulullah. Ich muss weiter gucken. Obwohl sie sagt, aber ich habe genug, aber ich will nur wissen, wie Maslas mich richtig liebt. Deshalb habe ich lang geblieben an seiner Schulter. Radiallahu anha. Al-Haqqur Rabi, Nummer 4. Al-Infaqu alayha wa adamul bukhl. Dass du ausgibst. Ach, nicht, dass du draußen großzügig bist und zu Hause Geier bist. Ist nicht normal. Es gibt manche Brüder, die geben aus. Draußen. Aber zu Hause hat kein, zu Hause gibt es nichts. Und dann, wenn die Frau mit ihm redet, ja, schau mal, wie Muhammad damals war. Muhammad war so, ja. Aber draußen war nicht so, wie du bist oder wie du machst. Dass jeder von, dass viele Brüder bekommen die Döner oder so, aber zu Hause Messerkinder haben nichts. Hada la yasah. So was darf man nicht machen. Obwohl Hind Bintu Utba, Hind Bintu Utba radiallahu anha, kam sie zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam und sie hat ihm gesagt, sie hat ihm gesagt, ja Rasulallah, Abu Sufyan ist richtig schihir, geizig. Und Hadith für Muslim. Sagte ihm, ja Rasulallah, Abu Sufyan ist geizig. Kann ich von ihm Geld nehmen, obwohl er das nicht weiß? Sagte, du darfst nehmen, das heißt, du darfst von ihm nehmen, aber bil ma'ruf, nicht, dass du übertreibst, nimm, was dir und dein Kind erreicht.
Habt ihr verstanden? Allah Azza wa Jalla يقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. Das heißt, das ist eine, normalerweise die Frau, du musst für sie ausgeben. Aber es gibt manche Brüder, die sagen zum Beispiel, die Frau arbeitet oder sie hat Geld, sie muss auch ausgeben. Islamisch nicht. Islamisch nicht. Sie kann das freiwillig machen, gar kein Problem. Wenn sie Geld hat und sagt, das Geld ist für mich, du bekommst nichts, sie hat recht. Musst du sie auch nicht zwingen. Weil das ihre Recht ist. Musst du nur wissen, Al-Hadith الذي جاء في Muslim, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: Beste Nafaka, was du ausgibst, die von für deine Eltern, für deine Frau und für deine Kinder. Beste Nafaka. Das heißt, wenn du einkaufst mit diesem Absicht, du sagst, Alhamdulillah, das Einkaufen ist für meine Frau und für meine Kinder, Wallahi, du bekommst viel Ajr. Wallahi, du bekommst Ajr. Al-Hadith, yani rawa Muslim. Beste Nafaka. Das heißt, wenn du einkaufst, mit Freude, ich mach Hasanat. So muss man eigentlich sein, subhanallah. Qala sallallahu alayhi wa sallam. Wal hadithu akhrajahu Muslim wa kadhalika al-Bukhari. Man anfaqa nafaqatan ala ahlihi yahtasibu aw yahsibuha fahiya lahu sadaqa. Du kaufst sowieso ein. Dann mit dieser Absicht. Du bekommst Sadaqa. Du bekommst Belohnung. Weil du das für deine Frau und deine Kinder machst. Das heißt auch, bei Einkaufen sei freudig. Sei zufrieden. Weil du auch Sadaqat, ich meine auch Belohnungen auch sammelst. Ajr sammelst. Al-Haqqul Khamis. Nummer 5. Al-Haqqul Khamis ist Haqqul Firash. Beischlaf. Haqq. Und dieser Haqq hat auch Benehmen, die wir auch meistens oder nicht haben. Haqqul Naum, Haqqul Firash. Muss man auch das wissen. Inshallah, irgendwann machen wir auch diesen Vortrag. يعني في حق الفراش وكيف يعني ليز عذاب النوم لأن الله عز وجل يقول نساؤكم حرث لكم فأثوا حرثكم أن شئتم نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وانطلقكم وقدموا لأنفسكم ليز Das heißt, bevor du mit deiner Frau schläfst, nicht direkt, ihr wisst Bescheid, musst du وقدموا لأنفسكم, dass du parfümierst, dass du gut riechst, nicht, dass du ein Bosch hier hast. Du machst so, die Frau wird unmüchtig. Allah, es gibt manche Frauen, die wollen nicht mit ihren Männern machen. Ja. Weil er stinkt. Er stinkt. Er ist ein Stinker aus Allah geworden. Und auch, die Frau auch genauso. Nicht, dass du nach Hause kommst und ihr wisst, wie draußen ist. Was siehst du draußen? Puppen. Wenn du nach Hause kommst, auch genauso, die Frauen, die müssen auch so intelligent sein. Es gibt viele Frauen, die haben geheiratet und fertig. Das war ihre Karriere. Fertig. Alhamdulillah, ich habe eben geschnappt. Khalas. Nein. Das ist eine falsche Idee. Das heißt, wenn die Frau heiratet, sie muss noch schöner werden. Wenn ich damit richtig parfümieren, richtig schön für ihren Mann machen. Es gibt manche Männer, die mögen, dass die Frau für sie anzieht.
Es gibt manche Männer, die haben gar kein Problem, die sind Bauer, gar kein Problem. Aber manche Männer, die wollen richtig, dass die Frau richtig riecht, dass die Frau richtig anzieht und so weiter und so fort. Nicht, dass die Frau, kommst du nach Hause, was kann ich dir sagen, nach Soße hier, riecht nach Knoblauch. Was ist das? Ibn Abbas, radiallahu sagte, ich möchte oder ich mache für meine Frau schön, genau wie sie auch für mich schön macht. Hat Ibn Abbas, radiallahu. Das heißt nicht, dass du sagst, okay, machst du für mich schön, aber du siehst wie eine Bauer aus. Oder du riechst. Weißt du? Das heißt, die Frau hat immer Miskinen an. Ja, schon wieder. Nein, die Frau muss auch, also, wenn du zu deiner Frau kommst, sie muss auch fröhlich sein. Weil sie auch von dir Bosbottel riecht, Fahrenheit, diese Marken riecht. Nicht, dass du nach Kohle riechst, nach Benzin, nach Diesel, nach Sardinen. Nein, nein. Die muss man. Beste Parfüm ist Wasser. Einfach duschen und dich springen. Nicht einfach sofort und dann du riechst. Die Frau mit Kindern, sie will nur einfach, dass du aufstehst. Okay. Ist das sie kennst. Heißt, Kissen da und Kissen dort und weiß ich meine. Oder wissen sie das nicht? Weil eigentlich sowas braucht man nicht zu lernen. Fitra. Weißt du, das ist Fitra. Na. Und Ibn Hazmin, rahimallah, sagte, also mindestens, dass du einmal mit deiner Frau beischlafen machst. Mindestens. Mindestens. Es gibt manche Brüder, monatelang. Er schläft im Wohnzimmer und sie schläft im Schlafzimmer. Sogar die reden nicht miteinander. Mindestens, dass du einmal am Tag oder pro Monat. So. Pro Monat. Am Tag? Ja. Warum nicht, Ari, wenn du kannst? Warum nicht? Wie gesagt, Ibn Hazm sagt, warum? Fa'ida tataharna fa'tuhunna min Surat al-Baqarah 122. Das ist ein Beweis, dass du mindestens einmal mit deiner Frau machst. Mindestens einmal. Nummer 6. Al-Ghira. Antagara aliha. Antagara, dass du eifersüchtig bist. Dass du eifersüchtig bist. Wenn sie zum Beispiel mit dir draußen will. Und dann hat sie diese enge Sachen, Kleberhose und diese Zujuk-Sachen. Sie darf eigentlich nicht mit dir raus. Und sie darf auch nicht so eigentlich nicht raus. Aber es gibt immer manche Leute, die sind stolz, dass die Frauen so draußen gehen. Und er gibt sogar auch an. Meine Frau so, sieht so wie ein Strauß aus. Da bist du ein Dejud. قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة ديوث لا يدخل الجنة ديوث قال كذلك صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة دراي ارتن فون لويت دي فاد نيش ان سباس غينكم العاق لوالديه والديوث ورجلة النساء رجلة النساء اس اين فراو دي فيل از مان اوسزين Die will als Mann aussehen. Eine Al-Ghira, muss man auch haben. Al-Haqq al-Sabi' Nummer 7. Ikram Ahl al-Zawj. Hier gibt es auch viele Probleme. Viele Probleme. Damit gemeint. Viele Schwestern, sie achten nicht auf Familie von dem Mann. Aber wenn ihre Familie kommt, da ist alles. Wenn die Familie kommt,
Sie ist krank, sie macht hier diese, so, ich habe Fieber, ich habe das, ich mache hier Zitrone, also Kartoffel hier hinten. Und sagst, was ist los? Ich bin krank. Aber wenn ihre Familie kommt, sie schwebt, da kommt alles, kommt Schokolade, kommt alles. Bei deiner Familie? Kein Interesse. Und das geht eigentlich nicht. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Das heißt, man kann nicht diese Iman glauben, erst wenn du was für dich liebst, musst du auch für deinen Bruder auch lieben. Und das ist auch eine Sache, die bei meist, also meiner Meinung nach bei vielen Frauen, also bei ihrer Familie viel Interesse. Bei seiner Familie kein Interesse. Und das kommt auch. Wenn die Familie kommt, rauskommt, da kommt der Mann, sagt ja, warum hast du das nicht für meine Mutter zum Beispiel oder für meinen Vater gemacht? Schau mal, wenn deine Eltern kommen, dann bist du richtig großzügig und du bist fett und du lachst sogar und so weiter und so fort. Aber wenn meine Familie kommen, dann bist du ganz anders. Deine Zähne sind roh, so. Du wartest nur, dass die rausgehen. Und sowas darf man nicht. Sowas darf man nicht. Nächste ist Al-Haqqu At-Thamin. At-Thamin. Allah yadriba ala al-wujhi wa la yahjuru illa fil bayt. Nicht schlagen. Und auch wenn du nicht mit ihr schlafen willst, dass du zu Hause schläfst, nicht draußen. La tahjurha illa fil bayt. Obwohl gibt es auch Beweise, dass Muhammad hat auch nicht zu Hause geschlafen, sondern außerhalb. Aber es gibt Ausnahmesachen. Wenn du merkst, hast du alles versucht, dass du auch zu Hause schläfst, im Wohnzimmer und trotzdem hat nicht geklappt, dann kannst du auch draußen bei jemandem, bei deinen Eltern zum Beispiel auch schlafen oder so. Aber es ist sehr schlimm, wenn du im gleichen Bett neben deiner Frau schläfst und deinen Rücken gibst. Das ist für die Frauen ein Chaos. Du schläfst neben ihr, aber du gibst ihr deinen Rücken. Das heißt, kein Interesse. Aber du musst auch stabil sein. Du musst auch richtig stabil sein. Nicht, dass dieser macht. Sie macht nur so. Du vergisst alles. Du vergisst alles. Wenn du nicht diese Erziehung kannst, dann mach nicht. Dann lieber nicht, dass du neben ihr schläfst. Dann schlaf im Flur. Okay? Das heißt, wenn du stabil bist und du kannst dich auch richtig beherrschen, dann nicht neben ihr schlafen. Im Wohnzimmer. Wenn du das machen kannst, dann schlaf dort, auch wenn sie so macht. Oh Allah, du kannst alles machen. Ich bin stabil. Ja. Und es gibt auch ein Hadith, Qala fi Rasulullah. Das sind die Brüder, die ihre Frau schlagen. Nicht, dass du deine Frau peitscht den ganzen Tag und in der Nacht Schatz. Das ist eine Schande, dass du deine Frau den ganzen Tag beleidigst, schlägst. Aber wenn das dunkel ist, dann sagst du, Schatz, und das und jenes. Ein Stand. Na, قال صلى الله عليه وسلم لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها في آخر اليوم. متفق عليه. Das heißt, ganzen Tag peitschen, beleidigen, schimpfen und in der Nacht kommst du und schläfst mit deiner Frau. Ein Schande. Das ist dein Recht, aber ihr Recht, dass du sie auch nicht schlägst. Du darfst sie auch nicht schlagen, obwohl das im Koran steht. Allah Azza wa Jalla يقول: "واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن". Schau mal, das ist mit Reihenfolge. "فعظوهن وهجروهن في المضاجع".
Das heißt, wenn du Al-Ida machst und Hajr machst, dann kommt Wadribuhunna, dann kommt die Schlagen, aber welche Schlagen? Nicht Schlagen, dass du ihre Augen rausmachst, blaue Augen machst, das ist kein Schlagen nach. Aber wenn wir diese Sachen erstens machen mit Reihenfolge, Wallahi, du bekommst nicht oder du kannst sie nicht schlagen. Inshallah, letzte Haq. Yani, wenn sie krank ist, du musst auch zeigen, dass du Sorgen machst. Nicht, dass es gibt manche Brüder, subhanallah, die haben diese Lust oder diese Gelüste nur, wenn die Frau ihre Tage haben oder wenn sie krank sind. Musst du auch ein bisschen Gedanken machen. Uthman ibn Affan radiallahu anhu und Hadith fi Muslim. Und das war erste Ghazwa بين الحق والباطل غزوة بدر عثمان بن عفان nicht teilgenommen. Warum hat nicht teilgenommen? Wegen seiner Frau Ruqayya bint Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sie war krank. Und hat ibn Hamzah gesagt: Ja, Uthman, bleib mit deiner Frau. Sagt: Ja, Rasulullah, Krieg, Schlacht, ich muss teilnehmen. Sagt: Nein, bleib mit deiner Frau zu Hause. Du musst um deine Frau kümmern. Fabaki mit ihr geblieben. Nach dem Schlacht kam sallallahu alaihi wasallam zu ihm und sagte: Ja, Uthman, die gleiche Ajr, was die Ahlu Badr bekommen, hast du auch bekommen. Subhanallah. So was muss man wissen. Wenn sie krank ist, denk auch an diese Hadith. Dass Uthman nicht teilgenommen wegen was? Wegen seiner Frau, Ruqayya bint Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und auch ein extra Recht, subhanallah. Du darfst nicht deiner Frau zeigen, dass sie nicht mit dir in Sicherheit ist. Meine ich damit? Es gibt manche Frauen, die leben am Rand. Warum? Weil du jeden Tag sagst, ich werde dir Talak geben. Oder nur wegen Kinder sind wir zusammen. Das heißt, wenn die Frau jeden Tag sowas hört, sei auch sicher, sie wird nicht mit dir, mit ihrem Herz sein. Warum? Weil du sagst, subhanallah, jedes Mal höre ich Talak, Talak, Talak. Was für ein Mann ist das? Was für ein Leben ist das? Und du musst ihr auch, das ist auch ein extra Recht, antadunna biha khaira. Antadunna biha khaira heißt, du musst nur was Gutes über sie denken. Es gibt manche Brüder, die sind richtig, mashallah, bei negativen Sachen, nicht bei guten Sachen. Die haben diese Eifersucht, die krank ist. Wenn die Schwester schreibt, mit wem schreibst du? Ach, du musst ihr diese Tika haben, geben, meine ich. Dass die sicher ist, dass sie nicht dich also betrügt. Es gibt manche Brüder, die sagen, oh, mit wem schreibt meine Frau? Auch du bist auf der Arbeit und du guckst, oh, sie ist wieder online. Ach, wenn ihr nicht diese Tika habt, schmeckt nicht mehr diese Ehe. Inna ba'd adh-dhanni ithm. Und auch, letzte Recht, sie hat auch was zu sagen. Nicht, dass du allein entscheidest, wenn du etwas machen willst. Dann rede mit ihr. Ich will das und das haben. Was sagst du? Ist das eine gute Idee? Oder nicht? Was kannst du mir empfehlen? Schau mal. Hadith fi Bukhari Muslim. Anna Umm Salama radiyallahu anha. Umm Salama fi Sulh al-Hudaybiyah. As-Sahaba mit Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Die waren in Sulh al-Hudaybiyah, das heißt an die Grenze mit Mekka. Die wollten reinkommen. Die dürfen kein Umrah machen. Die dürfen nicht rein. Und dann kam Abu Bakr und sagte: Ja, Rasulallah, haben wir nicht recht? Sagte: Doch, wir haben recht. Aber kein Wahi bekommen.
kam auch Omar, sagte ihm, ja, Rasulallah, haben wir kein Recht, dass wir keine Umrah machen? Er sagte, doch, wir haben Recht, dass wir Umrah machen, aber keine Offenbarung. Und dann, Rasulallah, der war mit seiner Frau, Ummu Salama, radiyallahu anha, in einem Zelt. Und die Sahaba an diesem Tag, die waren richtig traurig. Und Muhammad sagt, etwas, die wollten nicht machen. Das war richtig traurig. Und dann schau mal, die Idee von Ummuna, Ummu Salama, radiyallahu anha, hat ihm gesagt, ja, Rasulallah, weißt du was? Geh einfach raus und sag nichts. Einfach nimm jemand, dass du ihn Platz machst. Wenn die dich sehen, die werden auch das machen. Und er hat gemacht, was seine Frau gesagt hat. Und er hat geschafft. Sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, bevor du etwas machst, red mit deiner Frau. Also, kann sein, ein Edi besser als deine sagen. اللهم اجعلنا من المطيعين واجعلنا ممن يعامل ازواجهم بالخير والبركه اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته واياكم